Schlechte Prozesse kosten nicht nur wahnsinnig viel Geld, sie sind auch in der Lage, das gesamte Ansehen ihres Unternehmens oder auch ihrer Behörde nachhaltig zu beschädigen oder gar zu zerstören. Ein Beispiel habe ich hier mitgebracht, das werden wir uns gleich im Video anschauen und auch die Tipps geben, wie man Prozesse einfach viel besser in den Griff bekommt, damit sie richtig gut laufen. Also dranbleiben, wir sehen uns gleich. Hallo, mein Name ist Axel Schröder, ich bin ein echter Prozessenthusiast. Und was ich hier bekommen habe, das muss ich euch oder Ihnen jetzt gleich mal zeigen. Es ist vom Landratsamt Bayreuth, Abteilung des Gesundheitswesens. Es geht natürlich, wie so oft, um das Thema Corona und warum dieser Prozess so richtig schlecht gelaufen ist und wie man es besser machen kann, das ist heute Teil von diesem Video. Das Schreiben ist ausgestellt am 11.05.2022. Es bezieht sich auf die Infektionsschutzordnung in Bayern vom 12. April 2022, also ungefähr einen Monat her. Soweit alles gut. Aber was wird angeordnet? Die häusliche Isolation beginnt mit der Mitteilung des Testergebnisses am 16.02.2022 und soll 5 Tage dauern. Das heißt, 3 Monate nachdem die Corona-Infektion bereits durch ist, wird eine häusliche Isolation für den entsprechenden Patienten wirklich angeordnet. Dieses Schreiben findet ihr im Original auf unserer Homepage, könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Da sieht man auch genau, wie der Wortlaut für das ganze Thema ist. Das heißt, dieser Prozess ist so schlecht, dass die Durchlaufzeit so lange ist, dass er sein ganzes Ziel, sein Prozessziel überhaupt nicht mehr erreichen kann. Dieser Prozess ist damit ineffektiv. Das wäre genauso, wenn ich in einem Einzelhandelsbetrieb zu lange brauchen würde, um die Ware ins Regal einzuräumen und sie auf dem Weg ins Regal bereits vergammelt. Vergammelte Ware will keiner mehr. Deswegen kann man diesen Prozess auch einfach lassen. Wie geht es nun besser? Prozesse bekommt man in den Griff, indem man ihnen erstmal einen allerersten Überblick sich verschafft, zum Beispiel mit einer Prozesslandkarte. Wie man eine Prozesslandkarte erstellt, haben wir in einem Video sehr ausführlich dargestellt. Kann ich euch ganz dringend empfehlen, schaut euch das entsprechend an, wie man so einen Teil gestaltet. Und da braucht man sich nicht zu Tode modellieren. Es geht tatsächlich nur um die ganz großen Blöcke. In dem Fall hier, den ich gerade vorgestellt habe, vom Landratsamt wäre wahrscheinlich, die Infektion ist bekannt geworden. Dann muss eben dieses Schreiben automatisch versendet werden und das Ergebnis wäre Schreiben ist versendet. Dazu braucht man nicht nur dann eben die Prozesslandkarte, sondern man braucht auch die entsprechenden ersten Prozessmetriken, also Daten zu meinem Prozess, sonst kann ich diesen Prozess nicht steuern. Und wenn ich ihn nicht keinen Überblick habe, wie der Prozess wirklich läuft und ich ihn nicht steuern kann, nicht im Griff habe, kann ich ihn auch nicht verbessern. Dadurch gibt es auch entsprechend 3 wichtige Kennzahlen. Auch die haben wir noch mal in einem Video sehr, sehr genau dargestellt. Das erste ist das Volumen. Wir müssen uns alle anschauen, wie viele Schreiben in diesem Fall jetzt oder wie viel Output muss denn wirklich hergestellt werden. Es ist ein Unterschied, ob es ein Gesundheitsamt 100 Schreiben im Jahr verteilt, weil es eben nur vereinzelte Corona-Fälle gibt oder weil es eben tatsächlich eine Lawine war, wie eben heuer im Frühjahr. Wenn dann Tausende von solchen Schreiben rausgehen müssen, dann habe ich ganz andere Anforderungen an diesen Prozess. Dann kann es eben nicht mehr funktionieren, dass diese Schreiben vielleicht am Abteilungsdrucker gedruckt werden, sondern muss ich mir eben vielleicht Dienstleister suchen, einen großen Lettershop, der sowas einfach produzieren kann und einfach die Menge rausbekommt. Also Prozessvolumen, ganz wichtiges Thema. Zweite große Kennzahl, die Sie auf jeden Fall beachten müssen, ist das Thema Durchlaufzeit. Wenn die Durchlaufzeit länger ist, als was dieser Prozess überhaupt als Ergebnis erreichen könnte, in diesem Fall 3 Monate zu spät kommt, um eine häusliche Isolation von 5 Tagen anzuordnen, die schon längst vorbei wäre, dann kann man es auch lassen. Also die Durchlaufzeit ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, um sich anzuschauen, ob mein Prozess überhaupt noch sein Prozessziel wirklich erreichen kann. Und das dritte große Metrik ist die Bearbeitungszeit. Auch darauf weisen wir immer wieder hin. Aus dem Verhältnis von Arbeitsbearbeitungszeit und Durchlaufzeit kann man sehr schön errechnen, wie effizient ist denn der Prozess. Wenn so ein Schreiben zu erstellen jetzt beispielsweise eine 1/2 Stunde dauert, aber dieses Schreiben eben 3 Monate braucht, bis es gedruckt und versendet worden ist, dann ist natürlich dieser Prozess 1/2 Stunde durch die Summe aller Stunden von 3 Monaten hochgradig ineffizient. Da muss ich da an das Thema rangehen. Entweder schaffe ich es in kürzester Zeit, diesen Prozess so weit zu verbessern, dass er sein Ziel erreichen kann, oder ich muss ihn einfach ersatzlos einstampfen. Alles andere ist nur wertvolle Mitarbeiterzeit verschwenden, wertvolles Porto in diesem Fall verschwenden für Dinge, die eben keinen Menschen mehr interessieren. An dieses Thema muss man rangehen. Liebe Behördenleiter, liebe Geschäftsführer, nehmt euch dieses wirklich extreme Beispiel jetzt zu Herzen und fangt endlich mit Prozessmanagement an. Und das fängt eben oben an. Wenn ihr es nicht wollt,
Prozessmanagement, das ist im Unternehmen wirklich eingeführt, dass es gelebt wird. Und wenn nicht nach Prozessdaten fragt, wird sich auch nichts verbessern. Das waren meine ganz konkreten Tipps, wie man mit schlechten Prozessen wirklich umgehen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.